Herzlich willkommen zum Tageslicht für Dienstag, den 28. März. Ja, und da schauen wir doch, was wir heute zum Dienstag bekommen. Ja, heute sind es 10 der Kelche. Guck mal, gestern hatten wir 3 der Kelche. Gute Chance auf Entwicklung. Ja, ja, vielleicht hat sich da auch eben Nachwuchs gar schon angekündigt. Ne? Ist es ein wunderbares emotionales Wohlfühlen zu dritt gewesen, was jetzt hier einfach auch nochmal bestärkt wird und auf eine Harmonie, ein Wohlfühlen, eine Liebe, die sehr stark ist in der Gemeinschaft. Ne? Ja, eine Zufriedenheit in der Gemeinschaft, vielleicht auch eine Heilung, eine Versöhnung steht hier an, ja, wird hier gelingen. Ja, vielleicht gibt es hier, wie gesagt, eine Familiengründung, Familienzuwachs. Na, aber ja, hier ist so ein Stück weit heile Welt einfach auch. Ne? Ja, das scheint immer etwas unwahrscheinlich, ne, dass die Harmonie, das Glück, die Freude, die ja, so umfassende Liebe miteinander. Aber ja, es gibt so Momente, einfach auch Tage. Und ich glaube, heute, wenn ich es richtig weiß, geht die Venus in den Stier. Also wirklich so in ihren eigenen Herrschaftsbereich. Sie ist ja der Herrscherplanet von Stier, aber eben auch von Waage. Aber heute läuft sie, glaube ich, in den Stier, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe. Da schaut gern auch mal astrologische Beiträge. Ne? Und ja, wirkt das einfach auch. Ne? Vielleicht hat sich das gestern so ein Stück weit schon angekündigt. Heute kommt hier ja volle Kraft hinein einfach auch. Ja, Mensch. Na, vielleicht lernst du heute auch wirklich jemanden kennen, mit dem sich leben lässt. Oder na, er zieht wirklich durch versöhnliches Miteinander auch Frieden und Liebe wieder ein. In Beziehungen, in eine Familie, in Freundschaften. Ja, gibt es Freunde vielleicht heute zu treffen? Ja, ist eine wunderbare Energie auch, ne, mit anderen zusammen, ja, etwas zu unternehmen. Ne, gibt es sehr viel Einigkeit auch, ja, vielleicht auch im Arbeitsteam zum Beispiel. Ne? Ja. Ja, öffne dein Herz. Ne? Was haben wir hier noch? Ja, da geht etwas dann vorwärts. Ne? Gestern hatten wir ja das Kreuz zwar umgedreht, aber ja, indem du es auch selber angehst, ne? Die Glücklichkeit miteinander, die Harmonie und Heilung miteinander, ne? Eben vielleicht auch Versöhnung. Ne? Vielleicht passiert hier in irgendetwas auch Versöhnung. Wir haben hier hinten nämlich dann auch den Regenbogen, ne? Das Zeichen dafür, dass Brücken zueinander gebaut werden sollten vielleicht auch, ne? Indem du dich vielleicht auch selber auf den Weg machst oder auch Botschaft hier hineinkommt, ne? Ein Versöhnungsangebot. Hier oben haben wir noch die 9 Herz, die 9 der Kelche, ne? Ja, weil es dir einfach auch gut geht, ne? Weil du vielleicht auch gut auf dich selber geachtet hast, ist es ja einfach auch ein Kinderspiel, etwas Leichtes, ne? Auch in Harmonie miteinander zu kommen. Ja, beziehungsweise steckt da drin so ein Stück weit auch die Anregung, der Auftrag, ne? Tu etwas auch für dich selber, ne? Komm für dich selber auch in Aktivität, wenn du auch ein bestimmtes Wohlergehen miteinander haben möchtest, ne? In schon vorhandenen Beziehungen oder überhaupt liebevolle Beziehungen miteinander erreichen möchtest, ja, dann tu auch etwas dafür, ne? Ja. Ja, widme dich auch deinem Kind, ne? Der Reiter steht durchaus auch für jüngere Menschen, ne? Sehr agile. Ja. Ja, was haben wir hier? Kleinen Moment, jetzt muss ich mal noch die Brille dazu holen. Das wird sonst nichts. The Winding Trail haben wir hier. Ja, auch das hatten wir schon mal.
Hawthorne and Heather's Throne and Rue, Scotland's unique mysteries and magic are waiting just for you. Ja, der Weißdorn und die Heide, die Esche und die Raute, Schottlands einzigartige Mysterien und also Geheimnisse und Magie warten schon auf dich. Ja, wie gesagt, das muss sicherlich jetzt nicht Schottland sein, was dich erwartet, aber vielleicht bist du ja tatsächlich auch auf dem Weg dahin. Ist es für euch eine Freude miteinander, vielleicht dorthin zu verreisen, zum Beispiel, ja. Aber ja, einzigartige Mysterien und Magie, etwas Geheimnisvolles schlummert in allem, in, ja, manchmal überraschenderweise in einem Tag. Ja, kommt da plötzlich eben ja, das Glück einfach auch hinein galoppiert durch, ja, auch durch Botschaften vielleicht, ja, versöhnliche Botschaften, motivierende. Ja, das Glück wartet bereits auf dich, ne? Die Magie, das Geheimnisvolle in diesem Tag, in dem, was dir alles begegnen möchte. Ja, geh da bewusst und empfindsam, aufnahmebereit einfach auch hindurch. Ne? Die Kelche sind natürlich auch spiritueller Energie. Kann es sein, dass heute wirklich sehr viel, ja, eben Austausch mit der göttlichen, geistigen Welt geschieht, ne? Viel Spiritualität auch fließt. Ne? Ja. Ja, ne, vielleicht auch durch Herzöffnung sich auf der anderen Seite dann eben auch ein Herz öffnet, ne, durch deine eigene Herzöffnung. Ja, hier haben wir das mit der Distelblume wieder. Ich habe heute meine Kaffeetasse nicht mit dabei, aber gut. Ne, die lilafarbene Distelblume ist das Nationalsymbol Schottlands. Trage eine Distelkette oder einen Anhänger für Anbetung, Widerstandsfähigkeit, Schutz und Stärke. Naja, lila, ne, ist ja sowieso eben eine sehr spirituelle Farbe, ja, ist ja die Farbe des Amethyst, voll Magie und geheimnisvoll, ja, ist die Farbe für das Kronenchakra, ja, also entweder der Bergkristall oder eben der Amethyst, ja, nutze da vielleicht auch, ne, gerade diese Farbe auch sehr oder diese Steine, vielleicht tatsächlich auch eine Distelblume irgendwie, ne? Aber jedenfalls heute nutze diese Energiequelle einfach auch, ne, der göttlichen, geistigen Welt, um dich da vielleicht einfach auch anzuvertrauen mit dem, was dir ein Wunsch ist, ne? Was dir ein Herzenssehnen ist. Ja, da wird schon drauf gewartet, einfach auch, ne? Dass zusammengearbeitet werden kann. Ne? Ja. Eine gesegnete Zeit dafür, jedenfalls. Ganz viel Kraft und Stärkung oder, ne, einfach auch sehr viel Glücklichkeit miteinander. Ja, es geht nicht immer so, wie wir denken. Es geht nicht immer geradeaus. Oft sind es eben so ein paar Umwege auch. Gewundene Pfade, die so ihre Überraschungen bereithalten, über den Tag verstreut oder über das Leben verstreut einfach auch, ne? Und ja, plötzlich kehrt ganz überraschend einfach auch sehr viel Glück ein, ne? Ja, nimm es in Empfang. Ich wünsche dir eine sehr gesegnete Zeit damit und einen wunderbaren Weg. Alles Liebe und bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.